Ja, hallo meine Landratten, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute hat der Mandalore ein Replay eingesandt mit der North Carolina aus meinem Community-Clan. Auch sehr schön, vielen lieben Dank dafür. Und jetzt schauen wir mal, was er hier so reißen will. Die Runde wird auf jeden Fall schön, schnell, zackig durchflutschen. Also, ich glaube, so eine kurze Runde haben wir noch nie wirklich. Und jetzt schauen wir mal, was er hier anstellen kann. Da hat er gleich den Yoko im Blick, aber in dem Fall noch keinen Treffer landen können. Jetzt schauen wir mal, weil jetzt kommt die Yoko da in eine unglaublich spannende Distanz. Da ist er offen. Und da gehen die Schüsse raus. Oh, zwei Zitadellen, aber Hallöchen, Pupüchen, vernichter Schlag. Der war fein. Ja, da geht's mal richtig schön rund. Also wenn man die Runde mit zwei Zitadellen startet, da macht Spaß. Mal schauen, ob er die Bismarck ähnlich gut direkt treffen kann. Ja, doch. Auch 9000 Damage. Das kann man auch lassen. So, jetzt ist er hier im leichten Rückwärtsgang. Aber auch hier 26.000 Damage plus 13.000 nochmal nach. Drei Zitadellen, das waren 39k von 40.700 auf lediglich 1.400 geschrumpft. Hi Kutuzov, kann man da nur sagen. Holy moly. So, mit der nächsten Salve, da braucht eigentlich nur eine treffen. Da nimmt er auch die Kutuzov schon raus. Und ja, eine kam dann da oben rein und dann der zweite Kill. Sehr fein. So, jetzt brennt er. Bisschen brenzligere Situation. Aber er heilt sofort gegen, um da nicht in Schwulitäten zu geraten. So, jetzt ist der Gegner leider zu 73.000 Hitpoints. Hat er aktuell... Und da... Oh, schon wieder eine Zitadelle. Ja, auch hier wieder 20.000 Damage. Wow. Ja, das läuft wie am Schnürchen. Also, ja, besser kann es ja gar nicht laufen. Also, ich wüsste nicht, was man da jetzt bis jetzt besser treffen sollte, als das, was er da macht und zeigt. So, New Mexico. Die steht jetzt auch. Und er bewegt sich ja wieder. Da noch eine Zitadelle, das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Also, wirklich krass. Wirklich krass. Ja, der Gegner hat drei Schiffe weg. Sein Team, da ist noch jeder am Start. So, und jetzt New Mexico-Schüsse fallen wieder runter. Und, oh, keine Zitadelle, nur 10.000 Schaden, was ist denn da los? Da trifft auf einmal gar nicht mehr, macht gar kein Damage. So ein Loser. Nee, Quatsch. Also, ich glaube, das ist schon sehr dominant bis dato. 122.000 Schaden gemacht. So, jetzt dreht die Bayern da rein. So, die Bismarck. Er muss natürlich jetzt hier ein bisschen
auf die Insel aufpassen, dass er da nicht auffährt. So. Ne, die Schüsse waren mal ausnahmsweise gar nichts. Und jetzt wieder auf die Bismarck gezielt mit 15 Kilometer. Auch ein ordentliches Stück weg. Na? Jetzt ist er hier gleich rum. Die Bismarck kommt auch wieder näher und fährt eigentlich schön seitlich. Also da könnte doch jetzt wieder ein bisschen was passieren. Schauen wir mal, wie die Salve so ankommt. Jo, ja, 5000. Nicht so viel wie gewohnt, aber immer noch in Ordnung. Man will ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Runde ist gerade mal 8 Minuten alt und er hat schon 130k Damage. Der Gegner kommt 0 ins Spiel, schon 6 Verluste. Sein Team noch gar keinen. Und jetzt die nächste Salve Richtung Bismarck, 8600, aber da kommen noch ein paar an. Mal schauen. Und auch nochmal 6000, also eigentlich schon wieder 14000. Mit einer kompletten Salve. Einfach unfassbar. Und das Ding, da muss es jetzt mit dem Teufel zugehen, dass das nicht ein Sieg wird. Also, keine Ahnung, aber das läuft einfach fantastisch gut. Hier die beiden leider nur mit knapp 4000 Damage. Gegner hat 67 Tickets, also auch der Flugzeugträger vom Gegner kommt irgendwie gefühlt nicht wirklich ins Spiel. So, jetzt ist hier da der Gegner nicht zu sehen. Jetzt werden noch ein paar Flugzeuge runtergeschossen.